Der spannende Ansatz, Daten in der Stadtplanung zu nutzen, ist mehr über den Nutzer, die Nutzerin zu erfahren und die Bedürfnisse der Menschen stärker in die Planung einzubeziehen. Das kann gelingen beispielsweise über Sensordaten. Wir können aber auch auf andere Art und Weise mit den Menschen in den Dialog kommen, wenn sie selbst aktiv eigentlich uns Dinge melden können. Sie können uns melden, was Sie Positives sehen in der Stadt und was Sie vielleicht stört. Und es kann ein richtiger Dialog mit den Nutzerinnen eigentlich mit der Nutzung von Daten entstehen. Besonders spannend finde ich die Daten, die Nutzerinnen freiwillig erheben, freiwillig teilen, um ihre Stadt zusammen besser zu machen. Und ein Beispiel ist die Wheel Map. Eine Karte, die zeigt, wo Städte für Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer tauglich sind, wo die Wege barrierefrei sind und wo noch Verbesserungsbedarf entsteht. Ich glaube, es gibt sehr viel Kreativität im Umgang mit Daten, die wir bei den Menschen finden in den Städten, in der Zivilgesellschaft, die wirklich einen Beitrag mit ihren eigenen Daten zur Stadtentwicklung leisten wollen. In dieser smarten Stadt der Zukunft steht meines Erachtens die Nutzerin und der Nutzer, diese stehen im Mittelpunkt. Es geht eigentlich darum, die Digitalisierung zu nutzen, um verschiedene Stadträume, ob es ein Parkplatz ist, ob es Plätze sind, ob es verschiedene Resträume sind, Nischen, die unsere Städte bieten, die neu ins Gespräch zu bringen. Über, ich sag mal, eine digitale Plattform beispielsweise Wünsche einzubringen, wie diese Räume genutzt werden können. Und das dann aber auch auszuprobieren, also über so eine Plattform auch den Nutzerinnen diese Räume temporär zur Verfügung zu stellen. Diese probieren sich dabei aus, sie machen Erfahrungen und sie geben Feedback eigentlich in das System der Stadtentwicklung. Und damit können wir ganz perspektivisch nutzergesteuert, wenn wir so sprechen wollen, nutzergetrieben unsere ja, räumlichen Qualitäten in den Städten fortentwickeln.